Konnichiwa, hallo und herzlich willkommen. Oh Gott. Echt jetzt? Mega cringe. Hast du gerülpst oder was war das? Ich hab Konnichiwa gesagt. Gesundheit. Sagt man damit nicht hallo? Heißt das nicht Konnichiwa? Ich weiß nicht, was da jetzt cringe sein soll, ehrlich gesagt. Da sagst du nur zu Leuten, die du kennst. Mach jetzt meine Packung auf, Leute. Ich hab Kimchi, Lust, japanische Süßigkeiten zu essen. Und da ist hey, deine Packung sieht voll groß aus. Also die ist ja echt viel größer. Meine ist so groß wie meine Hand. Was ist denn da so drin? What? Alter, was hast du für riesen Hände? Alter, was hast du für Hände? Okay, ich kann die halt so festhalten. Okay, das kann ich nicht. Da haben wir ganz viele schöne Sachen drin. Oh mein Gott. Oder auch nicht. Ganz viele, sogar wirklich importiert aus Asien. Ja. Wichtiger Hinweis aus direkt. Aus Japan, Peter. Japanische Verfallsdatum, Jahr, Monat, Datum. Das so wird's draufgeschrieben. Einfach dieses Datumsformat ist auch einfach das Cleverste, was man machen kann. Bei meinem Dateiformaten und so mache ich das immer mittlerweile Jahr, Monat, Datum. Man nimmt auch immer das Jahr, das Monat und dann nochmal das ganze Datum. Den Tag. Nein, Jahr, Monat, Datum. Wow. Okay, womit fangen wir an? Mit diesem wunderschönen kleinen Cookie anfangen. Mit dem Bärchen-Cookie. Bärchen-Cookie. Ein Bärchen-Cookie. Ist es das? Warte. Nein. Bei mir sieht der so aus. Das Problem ist, es wird dann unscharf, wenn ich da ganz nah rangehe. Ja. Ja, ich hab alles raus... Alter, jetzt ist hier alles voll. Da ist Cookie. Der ist so groß wie eine Mütze. Da ist ein Panda drauf. Wenn du den umdrehst, dann siehst du schon, das ist das, was bei diesen Party-Snacks immer mit dabei ist. Da! Ich habe auch mein Bärchen gefunden. Ja, stimmt. Ich bin zu doof. Leg am besten alles vor dir auf den Tisch, so hab ich das gemacht, dann kannst du nichts übersehen. Ja, wie fake ist das denn? Da ist ganz das Gesicht drauf. Ja? Ja, das ist gar nicht auf dem Ding drauf, das ist nur auf der Packung. Hä, das ist ja mega dumm. Ja gut, okay. Das riecht aber wirklich wie aus dieser Snack-Packung. Ich hab's verloren. Ich hab keinen Cookie. Okay, das ist süß. Nee, das ist ein Plätzchen, Bram, ne? Kein Cookie. Ja, Zuckerguss mit Plätzchen. Boah, dann will ich aber lieber Schokolade da drauf haben. Das ist okay. Also kannst du halt nicht aussuchen, ne? Aber, wie gesagt, diesen Cracker oder was Bram, sonst schade. Ist, der schmeckt so wie aus dem Paket. Ja, okay, Bram, guck mal, wenn du gefunden hast, okay. Kann jetzt das nächste tatsächlich. Vorschlag. Also wenn das das Schlimmste wäre, dann wird's gut. Dann ist okay. Ich glaube, wir fangen mal an mit was eklig sein könnte. Nein, bitte nicht. Asabunori. Zeig mal, wie das aussieht. Asabunori hier. Ah ja, auch Asabunori. Was ist denn das? Das ist Seetang, oder? Oh nein. Das ist so Nuri-Flat ist. Das ist aber nicht so grün. Ja, das ist aber nicht grün. Da stehen ja nur japanische Zeichen drauf. Das kann ich ja nicht lesen. Ja, das kann man nicht lesen. Alter, ich habe mal angefangen mit Japanisch, aber dadurch, dass ich da nicht hingefahren bin, habe ich das wieder abgebrochen. Lol, das ist abgelaufen 2018. Das ist voll klebrig. Das ist bei mir 21.07.2010. Ja, aber das sieht aus wie Beef. Ich glaube, das ist Menschenhaut. Sojasauce riecht das nach. Boah, stinkt das. Das ist Sojasauce. Boah, das ist geil. Das sieht ganz schön geil aus. Ah. Jay, meinst du, das ist von deinem Rücken abgeschabt? Ich kann es nicht durchballen. Oh mein Gott. Das ist einfach Apfel mit Soße drauf. Alter. Das schmeckt aber geil. Ja. Ich finde, das schmeckt geil. Jetzt kommt der Fischgeschmack. Nee, ich bin raus. Ja, ein bisschen. Was ist das eklig? Ich habe nicht durchgebissen bekommen. Das ist echt. Okay. Also, ich halte fest. In den Fasern entlang. Aber der Nachgeschmack, der ist nicht schön. Also, ein bisschen fischig, ne? Frau Eieruhr war ganz sauer, dass ich das ohne sie esse. Das heißt, ich behalte das für sie. Ja, das darf sie gerne essen. Alter, der Gönner wieder hier. Ihr Schatz, das ist eklig. Und wenn sie dann sagt, mag ich nicht, dann sagst du, ist es. Komplett, yes. Boah. Lecker. Alter. Nee, das war nicht so geil. Alter, war das eklig. Also, da war der richtig Plätzchen. Also, das war wirklich eine 1 von 10. Dramaturgie des Videos erfolgreich geschaffen. Okay, Jay darf als nächstes aus und wir gehen einfach im Kreis. Okay, ich will was Geiles haben. Und zwar hier die Kartoffel. Die haben mich angelächelt, die Kartoffelsnacks. Ah ja, die Kartoffelsnacks. Ah, ja. Wir bleiben beim etwas Salzigen. Die hier? Ja. Sehr gut. Ich muss jetzt was Geiles essen. Aber wehe, das enttäuscht mich. Moment, bevor wir weitermachen, Sepp, deine Face gemacht, weil wir gerade vor den Abgang geruckelt haben. Ja, aber ist ja egal, er nimmt es ja bei sich auf. Auch? Ja. Warte mal. Ja, aber dass er vielleicht in OBS mal guckt. Nee, OBS ist alles gut. Okay. Ja, dann ist er gut. Dann
Okay. Oh, die riechen gar nicht aber schlecht. Die riechen geil. Da ist ein Frosch drauf. Die große Frage ist, dann Frosch drin? Ich hab's verloren. Ich hab's verloren. Ja, bei mir fällt immer alles runter. Auch nicht langweilig. Ja. Alter, guck mal, das ist voll groß. Also, lecker. Voll geil. Voll, das, was? Wie, gut. Wie heißen die Flips? Wie Flips sehen die aus? Ich will die ganze Zeit gucken, boah, was drin ist. Die sehen aus wie Käsebällchen. Diese Zeichen an. Ist okay. Ja, was drin ist, ist doch egal. Schmeckt richtig gut. Gewürzketchup. Ja. Ja. Übersetzt das direkt mal. Geht so in die Richtung mit Salz, also salzig. Übersetzt das direkt mal. Gewürzketchup. Ja. Ich sag, das sind Kartoffeln. Ja, da ist doch noch Kartoffel drauf. Wo steht denn da, hat da eine Kartoffel drauf? Da steht ein Frosch. Da ist ein Frosch drauf. Ist da jetzt ein Frosch drin oder was? Ich dachte, das wären Rosmarinkartoffeln da drauf. Ja, das hab ich auch gedacht, gehofft. Wo ist denn da Rosmarin? Könnten auch Wachteleier sein. Ach, mega lecker. Die sind okay. Das ist richtig lecker. Das kriegt Frau Iowa schon mal nicht wieder. Das esse ich nämlich so. Das behalten wir, das kommt nicht im Müll. Okay. Ja. So. Die kriegt nachher so Sachen, die zweimal angebissen sind. Du, ja, richtig, die kriegt die Reste. Nina kriegt zumindest die auch. Also die werden bestimmt auch nicht schmecken. Sebastian, da war Pflanzenöl, Soße, Zucker ist da drin. Weizenkleie, Azusa. Aber das Schöne ist an dem Zettel, den Bram da rausgehalten hat. Das heißt, das da haben sich nächstes. Leute richtig schon mal beschwert, was dass die Sachen denn? Alle abgelaufen sind. Aber das hab ich gar nicht. Ich hab das nicht. Das ist, zeig mal. Da ist doch das. Das ist Christian, das ist doch hier die Okonomiyaki-Soße drin. Das hab ich nicht. Aber das, ja, das war bei mir nicht an der Seite. Ja, der Karton, ja, ist leer. Hab ich nicht. Boah, ja. Ich geil, so ein Kartoffelsteck. Okay, dann. Weißt du, was ich dafür, ja, hab? Die Scheiße nämlich nochmal. Nee, das, ja, war andere. Das war auch. Ja, was ist das denn? Gucken wir mal nach. Das ist? Lol, das ist genau, ja, das gleiche. Was nehmen wir denn jetzt? Weiß, ja, nicht, dein. Du suchst das aus. Wir nehmen selbst. Okay, wir nehmen erst selbst. Das habe ich nicht. Ja. Ja, aber das habt ihr alle nicht, oder was? Ja, dann musst du das halt alleine snacken. Dann gönn ich, ja, mir das, ja, halt alleine. Irgendwelche anderen Süßigkeiten. Warte mal. Mit Nüssen. Hier. Hab ich auch. Habt ihr das bei euch? Ahoi, Pausenbonbons. Nur weil er das sieht schon mal willst. Super strange aus. Ach du Scheiße. Ist das wie so eine Salzstange? Ja, das ist ein Katzenpimmel. So eine kleine? Nee, das hat eine ganz komische Form. Das sieht aus wie. Ab in den Mund, wie nicht Zähne so viel reden. Mit Wurzel. Mehr essen. Finde ich toll. Oh, die sind aber lecker. Na toll! Die leckeren salzig, Sachen süß? Haben wir nicht. So eine Scheiße. Was salzig. Die sind so wie. Scheiße, ich dachte, die schmecken diesen... zum Kotzen, ey. Aha, ich weiß nicht. Die sind echt lecker. Die das ist geil. Belastend. Die geilen nice. Sachen haben wir nicht. Boah, die sind übelst salzig. Okay. Geil, das wäre mega lecker. Okay, geil. Ich bin dran. Peter. Habt ihr auch so ein kleines Ding? Ja. Ja, ja, das habe ich auch gerade gehabt. Was ist denn ein kleines Ding? Okay, das ist... Ne, das habe ich nicht, Peter. Guck mal, da steht sogar mein Name drauf. Ein J. J extra für Jonas. Das ist ein Jack... Ich habe einen Panda. Zur Info, das ist Jack Jommel. Jack Jommel? Dunkle Schokolade. Ja, oben. Ah, nee, was anderes. Da den Orange da oben drauf heißt Ommel. Ah, ja. Jack Ommel. Aber da, ja, sind ganz viele orangene Sachen drauf. Ja, oben das Orangene. Da ist drin. Oh, wie kriegt man den Scheiß überhaupt auf? Sachen mit drauf. Die Ingredients. Dunkle Schokolade. Musst du da reinbeißen? Also, Süßigkeiten hat man doch als Kind immer schon aufgekriegt. Vielleicht solltest du uns das erst später verraten, weil ich weiß schon, dunkle Schokolade schmeckt scheiße. Ja, mal gucken, wie japanische Schokolade. Da ist, oh, ein Fisch drauf. Da ist ein drauf. Zettel drin. Da ist ein oh lol, das sieht man jetzt gar nicht. Ja, okay, das weiß ich jetzt schon. Da ist ein. Da ist so ein Fisch drin. Ist das wie ein Glückskeks? So, und da steht jetzt drauf, du bist geil oder so? Da steht da gar nichts drauf, vernünftig. Da hinten drauf steht was von der Kamera. Da hinten drauf steht was. Ich weiß nicht, was das heißt. Da ganz klein. Auf der Rückseite. Ja, stimmt. Aber das ist so ein Fisch. Voll geil. Cool. Ja, ziehen wir mal japanische Schokolade rein. Mal gucken, Alter, ob wir das können. Das schmeckt wie, als wenn ich einen schlechten Adventskalender habe. Ja, genau so schmeckt das. Ja, aber die sieht auch schon nicht mehr so geil aus. Ja. Oh, nee, die ist nicht so geil. Einfach ein schlechter Adventskalender. Die ist sehr unschokoladig. Also dafür, dass das dunkle Schokolade sein soll, schmeckt die sehr wenig nach Schokolade. Lieber noch ein bisschen Rosmarin. Und die ist sehr sämig. Also sehr zäh. Also jetzt hast du so ein bisschen Billo-Kakao da reingekippt einfach. Also irgendwie außer Zentraleuropa kann niemand Schokolade machen. Das ist richtig. Wobei die Amis, also, ja. Nee. Die haben abgedrehte, boah, geile Schokolade. Ah, die nicht so schlecht sind. Und Hershey's hat schon auch gute Dinger.
Ach so, ja, tut mir sehr leid. Mein ausgewähltes war scheiße. Christian ist wieder dran. Habt ihr hier so dieses... Das sieht irgendwie lustig aus. Oh, schade, ist leer. Das hier? Was ja, das? Pass auf, ich ja, hab mit dem Mikro? Das hab ich hier leer. Alles voll. Hab ich vier ist Stück? Ist das der Typ ja, mit dem Mikro? Okay, welches davon willst du? Welche Farbe? Welche Farbe? Der das Mikro in der Hand hält. Nee, das ist so ein Typ mit einem Kochlöffel und einem Kochtopf und da ist so eine Ananas im Kochtopf, die sich freut. Nee, was ist das, eine Kartoffel? Das ist Mais. Mais, yo. Ja, ja das Ding. Genau, der hat so einen Kochlöffel in der Hand. Ja. Genau, was ist Peter da? Ist das Hey, ich hab keinen Kochlöffel. Der sagt, Dinger am Stück, guck dir das mal an. In der Sprechblase sagt er, mach es gut. Ah, Alter, okay, guckt euch das an, geil. Das mit dem Apfel im Kochding ist rausgekippt bei mir. Der Maiskolben. Mm. Das ist das Ding, was wir in der Tüte hatten, glaube ich, als... Boah, Alter, das schmeckt mega nach Mais. Was ist das? Oh. Das ist super strange. Das ich schmeckt mega nach Mais. Ich hätte ein Stück abbeißen sollen. Der Maisgeschmack ich hab Apfel. Ist... Schmeckt, ich hab auch okay. Ich hab Apfel, Tim. Es schmeckt unfassbar hart nach Mais. Einfach. Ja, aber und dann noch nach künstlichem... Nach künstlichem Geschmack. Habt ihr alle das Korn-Ding? Ja, wir haben auch Mais. Bestimmt den Apfel haben wir auch. Ich hab Apfelzimt. Ja, Apfelzimt ist hier. Nicht schon das andere Essen. Apfelzimt. Ja, ich hab keinen mit einem Korn-Ding. Ja. Woran erkennst du denn das Apfelzimt? Ja, die gleichen. Wir mussten auch gerade zugucken, wie du die geilen Scheiße essen musstest. Ihr habt gesagt, da ist ein Kochding, hier so ein Kochtopf drauf. Mit einem Maiskolben. Ja, keine Ahnung, da oben drauf ist halt sowas wie ein Hotdog, das sieht aus wie ein Maiskolben aus. Da ist der Apfel. Mach es gut. Das ist das Maiskolben, ist das ein Maiskolben? Welche Süßigkeiten, Mann. Ich will das jetzt alles scheiße. Da drüber ist ein Maiskolben. Ja, ey, mal lass aufhören. Das Apfelzimt, das ist ganz okay. Bram, du bist dran. Ich bin dran, okay. Boah, wir brauchen jetzt was schmeckt. Nimm was Geiles. Nimm was richtig Ekliges. Nein, bitte nicht die ekligen Sachen von dir kriegen. Bram, doch, damit die ich weiß. Damit am Ende halt die geilen Sachen. Ja, dann nimm dir doch nochmal das Goldene vor, Bram. Meinst du so? Nein, das nehmen wir doch nicht. Oder das hab ich aus Versehen nicht. Aber mich würde interessieren, was ist das denn hier? Da ist so was Weiches drin. Oh, das ist ein Marshmallow. Oh ja. Den hab ich auch. Oh, das ist super weich, ja. Ganz komisch. Das ist doch bestimmt ein Marshmallow. Bram, was steht da drauf? Das ist ein Marshmallow. Woher weißt du, was da draufsteht? Ja, ich hab die ganze Zeit seine Live-Übersetzer. Ah. Alter, das ist einfach so ein Babybell. Ishiriko und flauschige Mayo. Also, flauschige Mayo! Nicht wie Mayonnaise, sondern Mayo ist geschrieben wie ein Name. Und oben das Wort identifiziert er als S. S. Da steht die ganze Zeit S. Okay, also Arschmayo oder so. Das riecht auch. Ja, genau. Das ist Marshmallow. Da ist was drin. Mit Schokofüllung. Ja, passt doch mit dem Arsch. Findest du nicht? Mit Schokofüllung. Da ist ein bisschen Kacke drin. So, das schmeckt halt einfach wie. Ist gar nicht schlecht. Als wenn ich Mäusespeck kaufe. Ja. Mit ein bisschen mit Schoko. Ein bisschen Schoki. Aber mit Billo-Schoko wieder. Ja. Das ist halt echt nichts Besonderes, ne? Okay. Ja. Das finde ich aber gar nicht cool, hab ich noch nie gegessen. Na, hör mal, Okay, Sepp ist wieder. Ne, Jay ist dran. Okay, jetzt wird's eklig. Bann. Wir machen Bann. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich glaube, das ist richtig Nein. eklig. Nein! Zeig nochmal richtig. Ich glaube, das ist richtig eklig. Ah, ja. Ist das mit dem Bacon drauf? Nein. Ah, Bann. Dieses ganz dünne. Sie haben einfach eine andere Truhe gekauft. Für dieses ganz dünne. Ganz ja, aber richtig, das einzige ist ganz rote, klein. Was dünn ist noch. Nee, das ist ganz klein. Das habt ihr aber auch? Klein, nee, was da drin ist. Das hab ich nicht tatsächlich. Ich hab sowas. Das ist das einzige. Das ist aber nicht rot, das ist gold. Ist das ungefähr so groß wie das hier? What nee, das, was wir suchen, ist viel kleiner. Leute, ich hab das jetzt ausgepackt. Nee, das ist kleiner. Das ist viel, viel kleiner. Nee, dann hab ich das auch nicht. Okay. Das ist wie so ein Post-it. Was hast du denn da raus? Guck dir das mal an, das ist einfach ja, so ein Bann, Alter, das ist einfach das so ein Menschen... Das ist so ein LED-Streifen, das ist einfach Alter, der riecht schon nach Fisch, nee! Das ist ein frittiertes Menschenpflaster. Alter! Wah! So ein richtig altes, verkrustetes Das kann ich jetzt schon Pflaster. Nicht essen. Das ist richtig eklig. Ich bin nicht eklig. So traurig, dass ich das nicht habe. Ja. Alter, das riecht so eklig. Boah, das ist immer die Seite, die nicht doppelt ist, wo ich abbeiße. Das riecht so eklig. Okay, ich kann nicht Peter, abbeißen. Peter, komm, gönn dir das ganz. Meine Zähne... Wenn ihr das ist wirklich, das ist Ochsenziemer. Das ist das, was gibt dann Emma. Die frisst das.
die frisst alles, was hier am Tisch liegt. Alter, das ist wirklich eine Packung. Du musst ja kurz aufstehen. Ja. Das ist irgendwie so Trockenfleisch. Ich kann mir das echt nicht... Ja, Trockenfisch ist das. Christian und Peter sind nicht so abgeneigt. Christian, guck mal, Peter freut sich voll. Jetzt schnell reinbeißen, ist richtig lecker, gönn dir. Peter grinst die ganze Zeit. Was war das denn? Also, man muss aber auch Jay sagen, wirkt. Das riecht viel stärker nach Fisch, als es schmeckt. Ja, das stimmt. Aber es schmeckt halt immer noch nach so getrocknetem Fisch. Kannst du davon ein Kilo essen, Jay? Ey, dann tue ich auch 10er mehr dabei. 40 Stück, Bram, 40 Stück. Das muss doch wirklich wirken, ey. Das ist eklig. Hey, ich kenne manche Alter, sind so. Ich kenne schon das nächste Wichtelgeschenk. Du musst neutralisieren, so ein Kartoffelding, Jay. Alter. Oh, das ist wirklich gut. Oder beiß noch mal in den Maiskolben. Boah, das ist ganz schlimm. Jay weint. Das gebe ich auch gleich meiner Frau. Das ist richtig hart für mich. Hier, Schatz, weil ich dich liebe. Das ist schon im Müll gelandet. Das hab ich einfach reingeworfen. Nein, du musst das vor Eieruhr doch auch hinlegen. Die wollt das doch nicht. Ja, das ist aber, ich hab das schon in den Müll gespuckt. Ich kann dir das doch jetzt nicht noch geben. Wir haben das gleiche Ding nochmal, das weiß ich. Das esse ich nicht. Du wolltest was richtiges nehmen, du hast was richtig ekliges gefunden. Okay. Nein, da ist ja ein Aufkleber drin. Ich hab noch nie von Süßigkeiten gewürgt. Möchte ich mal an der Stelle sagen, ja. Ja, was sind Snacks? Ja, also, ich würde auch nicht sagen, überlegt, Süßigkeiten. Ja, wir haben ja den Fisch gehabt. Also, wer gibt denn seinen Fisch? Das war kein Fisch, das ist einfach, das ist ein frittiertes Menschenpflaster. Okay, Sepp. Habt ihr das amerikanische Ding? Ja. Yo. Fried Potatoes. Das ist geil. Das ist gut. Komm, das kann nicht scheiße sein. Das ist geil. Du komm, das kommt aus Amerika. Gemacht. Das muss lecker sein. Oh, das sieht gut aus. Aus Amerika. Da steht USA drauf. Das sind Pommes. Das mega sind geil. Pommes. Pombeeren. Mega lecker. Oh ja. Okay, hinten in der Bekanntmachung steht drauf, es ist ein ernstes Problem geworden, echte American Fried Pommes in Japan zu bekommen. Deswegen gibt es dieses Produkt. Also das ist wirklich, Jay hat recht, das schmeckt wie Pombeeren. Ja, die schmecken auch echt lecker. Ja. Die sind okay. Aber nicht ganz so salzig, also die sind nicht sehr salzig. Nee, nicht ganz so salzig, weil eher so... Also die schmecken nach Kartoffeln. Aber die sind übelst geil fluffig, also so puffig, so knusprig. Ja, das ist okay. Mega nice. Ja, die sind gut. Das ist okay. Okay. Ach, wir müssen noch mal. Ich habe noch drei von diesen runden Scheißdingern, wo das. Ja, zwei davon. Ich glaube, ich habe nicht alle Geschmacksrichtungen. Nee, oh lol. So lila, grün vier und weiß. Scheiße, ich habe auch noch vier. Oh, ich habe blau, rot und gelb. Genau, ja, ich habe die gleichen. Ich habe und blau. Oh, stimmt. Und. Hä, was ist das denn? Den habe ich auch noch. Schoko. Ja, aber das braune Ding ist kürzer, ne? Das ist kürzer. Ja, das braune ist was anderes. Das habe ich auch. Das kurze habe ich auch noch. Okay, dann nehmen wir jetzt alle das braune. Okay, das kleine. Ja, der braune kurze genau. Für zwischendurch. Was ist der kleine Pimmel? Ja, Schokopimmel. Das ist ein Schokopimmel. Ah ja, wirklich. Da. Das sieht ein bisschen aus wie ein Twix. Ja. Nur in groß. Ja, Peter. Geht klar. Das ist so leicht. Das könnte echter Twix sein, nur halt in der Mitte ja, haben die jetzt quasi wieder zusammengemacht. Das fühlt sich so an, wenn man das in der Hand hält, als wäre es so. Oder schmeckt das? Doch. Das schmeckt am Anfang anders wie am Ende. Das ist ganz gruselig. Ganz bekannten, was wir auch immer haben. Malteser. Ne. Das ist ja voll der strange Geschmack. Doch, das schmeckt nach irgendwas, was wir sonst auch immer haben. Was wir sonst immer haben, was meinst du damit? Ja, dass es in Deutschland gibt. Nee, das ist nicht Nippon oder so. Nee. Nein. Schlecht war es jetzt nicht. Nee, Lein ist es nicht. Nee, schlecht nicht, aber es ist super interessant. Das schmeckt wie Lein. Ach Quatsch. Sag ich doch. Nein. Nee. Das schmeckt das wie Karamell Lein. Im Lein. Geht so in die Richtung. Karamelliger. Das geht in die Richtung. Ich verstehe schon, was du meinst. Die Konsistenz ist was anderes, aber schmeckt wie Lein. Das stimmt. Ja. Ist nicht geil gewesen. Lein ist deutlich geiler. Ursula von der Lein. Ja, Lein ist geiler, das stimmt, aber das schmeckt wie Lein. Man gewöhnt sich dran, würde ich sagen. Okay, ich würde sagen, Zeit. Wir gönnen uns jetzt eine Tüte. Oh, was ist das denn? Nein. Oh ja, ich hab jetzt schon Angst davor. Das ist Wasabi-Eis bestimmt, ey. Das ist das Einhorn. Ich glaube, das ist das Einhorn. Das ist ein Hut, was der Typ da aufhat. Du hast ein Einhorn? Ach so. Ist das bei dir grün? Das ist quasi so eine Eistüte, ne? So eine Eistüte. Bei mir ist die Eistüte grün. Das ist wie ein Einhorn. Ich sollte echt nicht vorher lesen, was da drin ist. Nein. Warum?
Sag es jetzt. Ich jetzt schon. Also, das ist das Ding, wird komplett rausgekickt, wahrscheinlich, weil es genauso grün ist wie mein. Oh, ich hab's jetzt nochmal hier. Ne? Damit ja, bei mir ist warum hat Sepp also wieder genau. die geilen Farben? Jetzt sieht warum voll geil ich die aus, grüne Scheiße? Das ist halt auch nochmal, bei mir ist das grün. Aber ich ist das grün. Ja, das ist grün, das ist bestimmt Wasabi, ey. Oh, Peter, wir haben was Leckeres. Das Weiße ist Zucker. Das Weiße ist Zucker. Und das Grüne? Das ist kein Wasabi, keine Angst. Das ist einfach ein Milch, wie diese Hörnchen, diese Billo-Hörnchen vom Eis. Das ist Matcha. Weißt du, das ist alles, was wir bisher gegessen haben, ist so aufgepuffte Scheiße oder mega krass komprimiert. Also entweder die machen wenig Geschmack in möglichst viel Volumen mit so Pufferei, ja. Oder die machen diese Fischscheiße, die so klein und komprimiert wie möglich ist. Das schmeckte nach gar nichts. Ja, süß. Das war ganz okay. Zucker. Nee, das schmeckte also nicht mal süß. Das war einfach Zucker nix. Mit Esspapier. Meinst du, das schmeckte süß. Das schmeckte wie die UFOs, die du damals im Kiosk kaufen konntest, weißt du? Ja, nur in Scheiße. So, ja, da Zuckerzeug genau, da drin. Genau noch so. Schlechter. Ja. Ja. Okay, was jetzt? Bram ist wieder dran. Bram ist dran. Jetzt kommt bestimmt wieder was Ekliges. Was heißt wieder? Der letzte von mir war doch gar nicht eklig. Stimmt, der war von Jay. Boah, ja. Alter. So. Was wirfst du in die Waagschale? So ein Zitronenbonbon, würde ich sagen. Oh Gott. Nee, bei mir ist das lila. Zitronenbonbon? Bei mir ist das auch lila. Bei mir ist, bei mir ist das grün. Steht da Candy lila. Einfach drauf? Ja. Also das? Ja. Das ist wie ein lila Lutschbonbon. Da steht Candy drauf? Soll ich den jetzt so ein Bonbon so schnell fressen? Ach so, das hier. Ja, ich hab ja. Nur echt mit den 73 Zellen. Jetzt spuck ich das da hier sowieso prima. Wieder aus. Ich das. Ab dafür. Schmeckt wie so ein Standardbonbon. Ja. Na, schmeckt wie ein Bonbon. Ja. Hm? Aber nicht nee. Schlecht. Der lila ist nicht schlecht. Was ist das für eine Geschmacksrichtung? Wer hat auch lila? Ich. Das schmeckt eine Traube. Das grün schmeckt ja Apfel. Ja. Das wie diese, aber also wie diese amerikanischen, weißt du, wie die dieses, ja. Diese amerikanische Heidelbeere gemacht haben? Ja. Ganz schlechter Fake-Apfel, aber ich glaube, sie wollten damit Apfel haben, ja. Ja, ja. In Japan sehen die auch anders aus, die Äpfel. Tja. Ja. Eine Traube ist jetzt nicht mein Lieblingsgeschmack. Okay. Das ist okay. Ja, war okay. Du hast jetzt zerkaut, Jay Alter. Darf entscheiden. Ich darf entscheiden. Ich muss eigentlich mal kauen, dieses Ding. Ja, ja, ist alles gut. Ich versuche mir nochmal hier also so ein Überblick zu verschaffen. Ob du das snackst? Ja, ab dafür. Wieso denn nicht? Oh, weg. Kriegt ihr alle 3 Jahre neue Zähne. Kann ich doch auch essen. Ja. Ich dachte, du kannst sie einfach austauschen. Ja, das mache ich ja dann. Hä? Hey. Wie so ein Reifen. Das ist so ein Clip-System schon. Machen wir nochmal was richtig Ekliges. Okay, hau raus. Nein, bitte nicht. Habt ihr auch die Wasabi-Bohnen? Ja. Ja. Was? Da freue ich Wasabi mich drauf. Da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, das ist geil. Guck mal, ich halte es in der Hand. Da ja. Echt jetzt? Hä, wo sind denn da? Ja, meint ihr das? Ja, ja stimmt. Ja, will ich schon. Ich esse jetzt ja, das. Ist auch in der Hand. Meint ihr das? Ja, ja. Wasabi-Edamame. Warum sind so viele Sachen Edamame. So ultra grün? Also das Edamame ist eine Sojabohne, das weiß ich, weil ich letztes Mal welche gemacht habe. Ich glaube, ich habe was Edamame. Edamame esse ich bestimmt 2-3 Mal die Woche. Das sind halt... Also bei mir kann geil. Ich das nicht drauf lesen. Boah, das ist aber jetzt sehr eklig. Ich weiß jetzt schon, dass ich das nicht mag. Das wird richtig geil. Das meint ihr? Oh ja. Erbsen mit Wasabi-Geschmack, die sind lecker. Ja. Zum Glück ist der Wasabi-Geschmack nicht so krass. Ich wollte gerade sagen, also die sind echt mild. Oh ja. Die Scheiße schmeckt denn bitte getrocknete Edamame? Echt? Ich finde das geil. Kann ich mir genau vorstellen, in der Bar da trinkst du ein Bier und snackst dir die Dinger dabei. Ja. Gut. Ja, die sind ganz nice. Habt ihr auch Wasabi? Ja. Ja. Mhm. Aber ist sehr subtil. Aber Peter, ich hab dich auch schon in der Bar sitzen sehen, ich Cocktail trinken, aber da gab's eine Scheibe Bacon. Cocktail und Bier. Stell dir mal vor, das ist das ganze Gedeck gewesen. Stimmt, Cocktail, stell dir mal vor, du gehst in Japan Bier essen und hast anstatt den Erdnüssen diese Scheiße da als zum Snacken. In Japan kannst du bestimmt auch Bier essen, ja. Ja. Okay. Geiles Land, ich liebe es. Aber nicht da. Wer hat das vorgeschlagen? Jonathan, du bist jetzt dran. Okay, bin ich dran. Also ich habe ja noch das Super Special Ding, aber das ist ja. Habt ihr das? Ja. Ja. Mit den komischen Tieren und so drauf. Und irgendwelchen alten... Da kloppt so ein Alter mit dem Hammer in so einen Topf rein. Ja. Okay, das ich glaube, es ist eines der Tiere, die hinten drauf sind, die wir jetzt essen. Könnte sein. Also Hund... Oder das frittierter Mist? Hund, Bär oder Vogel. Ja, genauso sehen die Sachen aus, die da drin sind. Das ist so frittiertes Toast das ist oder wirklich, so. Das ist frittiert. Das ist das, was du frittierst. Oh, wie heißt denn das noch?
Tempura. Ah. Ah. Hinten steht drauf, bitte genießen Sie es flach. Ja. Das schmeckt aber ganz gut. Das schmeckt nach nichts. Das schmeckt wie diese wirklich, was, wo drin du Sachen so frittierst und panierst. Das ist so. Ja. Das ist das, wenn du irgendwas Geiles panierst und das frittierst und das dann aber abfällt von dem eigentlich frittierten. Genau, das so schmeckt das. Willst. Das ist einfach dieser Teig. Teig frittiert. Der schmeckt scheiße. Ist gegangen. Das geht auch an Frau Eieruhr. Peter ist durch. Das schmeckt scheiße. Das geht auch an Frau Eieruhr. Ja, ich liebe sie. Das geht an Frau Eieruhr. Ja. Da musste ich fast kotzen. Boah, wirklich, das eine, das habe ich wirklich, das war wirklich die absolute Härte. Und ich weiß genau, dass das mich auch noch mal killen wird gleich. Oh, ja. Jonathan, sei froh, dass du nicht das hast. Wieso? Das sieht doch genauso aus wie das. Als ob da ein Unterschied ist. Das sieht aus wie Bacon. Nee, das sieht aus wie das erste, was wir hatten. Ja, ach. Ach. Viel Spaß damit. Ich dachte, das wäre Bacon. Mir ist auch ein bisschen schlecht. Ich finde aber schön, dass das so richtig mit Serviervorschlag ist, mit so einer Platte. Oder noch so. Bei mir ist da drunter so ein Palmenblatt. Manches schmeckt auch so, als wenn es das deutsche Datum wäre hier. 21.07.2004. Muss ich sagen. Was denn jetzt? Komm nicht. Ich glaube, der muss zur Tür. Ja, Polizei ist da. Tut mir leid, sie haben illegale Sachen importiert. Ja. Sie essen gerade illegale Sachen. Ja, weißt du was? Dann überspringen wir Peter, dann darf der gleich zweimal. Ach ne, jetzt brauchen wir auch weg. Okay. Ja, warten wir eben. Boah, Alter. Boah, mir ist das ist echt. Ja, aber so was Geiles war da jetzt irgendwie noch nicht bei, muss ich sagen. Das war bislang niemals echt geil. Es war niemals, dass wir, wo ich gesagt habe, Alter, das ist besser als das, als alles andere, das was ich in Deutschland gegessen habe. Das ist nichts bei, wo ich sagen würde, das würde ich mir jetzt abends mal zum Snacken kaufen. Richtig. Mhm. Stell dir mal vor, wobei die Kartoffelbällchen, die waren ganz nice. Was soll denn passieren, wenn die beispielsweise, keine Ahnung, die Japaner da mal irgendwie so richtig geil Chips frisch ungarisch bekommen oder sowas? Na, explodieren die einfach. Ja, absolut. Wenn die einfach mal was Leckeres kriegen. Die kippen einfach tot um. Einfach oder Nachos mit Käsesoße oder sowas. Kennen die nicht. Ihr seid wahrscheinlich nicht weiter, oder? Nein. Du bist dran mit aussuchen. Okay. Das kann nicht sein, dass an mir jetzt die ganze Zeit diese Scheißdinger hier hängen bleiben. Du kannst aber auch aussuchen, nicht scheiße. Nee. Ich hab noch Kaugummi. Nein. Okay, Peter, geht dafür. Lieber jetzt schon weg damit, bevor wir am Ende da ankommen. Damit sollten wir nicht aufhören. Aber, sonst deswegen. Ist das Goldene? Ja, ich hab das Goldene. Das ist ein goldenes Ticket, nicht. Ich hab das rote Ticket nur. Ich hab keins. Da steht drauf, es ist sehr scharf, nur zur Info. Okay, gut zu wissen. Das ist doch nice. Das andere war auch komm, schon. Jay, hol deinen Mülleimer muss schon mal raus. Muss vielleicht noch irgendwie zubereitet werden? Es riecht genauso dran. Wie das erste. Es riecht genauso wie das erste. Meinst du, nee, steht Peter, drauf, Zubereitungshinweis? Ja, wenn ich mir vorne das Bild angucke, da sind da bei mir Gemüsesachen und dann sind da so Speckscheiben oder so. Das ist nicht sehr so. Scharf. Das ist nicht scharf. Boah, das stinkt wieder genauso eklig. Ja, der Fischgeschmack am Ende ist nicht ganz so stark. Das schmeckt genauso wie das erste. Ja. Oh, das ist so wie die Fischflocken, nur die wir für das die ist aber fischiger. Genommen haben. Ui. Wie die Fischflocken. Ui. Nur etwas mehr gewürzt. Das ist so eklig. Ui. Oh. Schmeckt wirklich als Fischflocken. Also das geht halt definitiv. Also das war noch das Beste von dem, dass ich halt wirklich ohne Würgen ausspucken konnte. Ja, du kannst auch gerne hier mein rotes haben, das schicke ich dir mal eben rüber. Boah, nee, das schmeckt richtig fischig. Scheiße haben. Alter Vater. Boah, das ist richtig eklig. Fischig. Es ist ich merke schon, wie man so langsam schlecht wird von diesen ganzen unterschiedlichen Sachen. Oh, guck mal. Das sieht doch schön aus. Ja, Kaugummi. Das sieht gut aus. Dieses lila. Was ist das? Das ist weich auf jeden Fall. Ein kleines lila Ding. Kleines Moment. Lila. Nee, ich hab Papier, kein Lila. Das sieht aus wie ein eingepacktes Geschenk. Warte mal, ich hab da den Grün. Ist das, kann das das sein? Ich hab da auch den Grün. Dann ist das nicht das Geschenk. Ist wahrscheinlich wieder eine andere Geschmackssorte. Okay, ich hab nichts Deutsches. Da ist ein Apfel drauf. Habt ihr da auch eine irgendein? Also bei mir ist dann Apfel. Ich hab dann Apfel. Ja, genau. Habt die anderen das auch? Trauben. Traube. Ja, guck mal. Wir haben Apfel. Das sieht aus wie Traubenbon wie so ein Mauam oder Mamba oder so. Oh ja. Lecker. Ja, komm mal. Alter. War ganz schön künstlich. Das ist okay. Der Apfel ist okay. Ist eigentlich Kaugummi jetzt?
Das hat so eine Konsistenz, dass ich die ganze Zeit kauen muss. Ich hab noch, ja genau, ich hab den Moment noch nicht erreicht. Das wird nicht weniger. Ich glaube, das ist ein Kaugummi, oder? Da wird weniger. Das ist also ein Kaugummi. Wie Mauer. Das ist ein Kaugummi? Scheiße, Mann. Ich esse jetzt ein Kaugummi. Da wird weniger. Kaugummi. Das hat doch eine ganz andere Konsistenz. Das bleibt nicht eine Masse. Ja. Nice. Ein Kaugummi, das war okay. Das war eines der wenigen guten Sachen. War echt okay. Aber auch immer noch nichts, wo ich sagen würde, Mensch, das kaufe ich mir jetzt mal. Ne, auf gar keinen Fall. Ich habe noch fünf Sachen. Das kann man machen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben auch noch 5. Warte mal. Wir haben noch 4. Ich habe noch 5. Davon sind 3 so geile Stangen. Ja, ja, ich habe auch 3 geile Stangen. Und eins ist geil. Ganz, ganz klein. Ich habe noch 7 Sachen. Eins ist so. Ja, ich habe noch 5. Du hast noch 7? Ja, gut, du hast ja. Hä, wann hast du nicht mitgegessen? Jetzt gerade. Ich habe noch 3 Stangen. Ja, die haben wir. Welche Größe denn? Alle, wie die erste. Ja. Also die ganzen Pommes haben wir schon gegessen. Ja, genau. Davon haben wir noch 3 Stück. Diese Bällchen haben wir auch noch. Die 3 von den langen. Dann habe ich noch die Bällchen. Ja, ja. Die haben wir auch. Dann habe ich noch. Hä, die habe ich nicht. Das habe ich nicht. Alter, das ist eine Drogenpackung, oder? So eine kleine als ob du da so eine kleine Pillenpackung hast, ey. So ein Farb. Bram, da ist dir aber was dazwischen gefallen. Für mich und meine Freunde, hoppala. Dann habe ich noch so Hello Kitty. Das habe ich auch nicht. Das habe ich auch nicht. Das habe ich auch nicht. Drops und ein Stück Schokolade. Hä? Das habe ich auch nicht. Hast du krass nicht die Mamuschka? Ich habe so kleine Bällekiste. Mamuschka habe ich auch. Ich habe auch Mamuschka. Die Geisha. Ich hab's die gemeint, Geisha. Ja, genau, die Geisha. Die haben wir gehen wir uns jetzt die Geisha. Haben wir eine andere Sache, aber der hat doch ein bisschen später. Wenn wir uns jetzt die Geisha. Nee, Brand, ja, aber ihr habt ja nichts. Also, ich meine, wenn ich eins von diesen drei Sachen hier entscheide, dann kommt ihr ja gar nicht. Ja, dann isst du dann alleine und wir gucken dir zu. Okay, dann nehme ich jetzt die Drogen. Okay, sehr gut. Alle gleichzeitig. Alle gleichzeitig. Klickt er sich ein. Du musst ja probieren, ob da verschiedene Geschmäcker drin sind. Wenn sie es tun, ich habe eine Liebesbeziehung für sie. Was? Da ja, steht eine Gefahr. Das ist hier. Alter, das ist wahrscheinlich wirklich Viagra. Es gibt. Also hier steht, es besteht die Gefahr von. Das kann ich nicht lesen. So. Bitte beachten Sie es. Okay, alles klar, ab dafür. Ich hab mal die rote, ja? Nee, immer die blaue Pille. Ach, die rote. Pure Begeisterung in Brams Gesicht. Ja. Als würde er jetzt nicht auf. Erstmal wieder weiter essen. Einfach nur ein fucking Smarty. Ein Smarty? Krass! Smarties sind geil! Smarty? Die haben einfach Smarties in Tablettenpackung. Die einzeln verpackt. Alter, das ist aber auch heftig. Die haben einzeln verpackte Smarties? Okay, nice. Einfach ein Smarty. Deswegen sind. Also, ja, krass. Also zu krass. Oder ich hau mir gerade wirklich eine Überdosis LSD rein, wenn ich mich 2 Stunden bei WhatsApp nicht melde, ruft einfach mal den Krankenwagen. Ja. Der Peter geht rüber. Okay. Okay, ja. Unterwältigend. Okay, gut. Jay. Smarties. Ja, wir machen jetzt hier eine von diesen Ekelstangen. Ich. Welche Farbe? Ich habe blau, gelb oder rot. Egal, ich habe keine Farbe, die Christian hat. Ich nehme blau. Lass blau nehmen. Blau. Ich habe auch blau. Würde ich dann mal am nächsten an blau rankommen, das bin mir lila. Da ist ein Astronaut lila drauf, Lila habe ich nicht. Ja, ja genau, blau ist bei mir der gleiche drauf. Typ wie eben, nur jetzt hat er einen Astronautenanzug an. Okay. Okay, Jungs, das schmeckt jetzt nach Weltall. Das sieht aus, als ob er einmal reingetunkt hätte. Und nee, das sieht aus wie eine Frikandel. Und vorher nicht, ne? Das ist tatsächlich ein bisschen geröstet. Alter, Jay. Falsches Loch getroffen. Geröstet im Gegensatz zum letzten Mal. Oh ja. Alter. Sehr intensiv. Oh. Krass, wie ganz geil. Oh. Aber schmeckt nicht mehr so krass nach Mais. Schmeckt ein bisschen Barbecue-mäßig. Mm, ja, ne? Scharfe Barbecue. Bad. Krass. Also das scharf im Sinne ist von schon scharf, in gewisser Art und Weise. Also nicht im Sinne von, das ist scharf, sondern so schärfere Barbecue. Ja. Wieso ist da ein Loch drin? Weil die da wahrscheinlich frittiert werden an der Stange. Schmuck. Das ist mir zu hart. Das ist okay. Bin mir noch unsicher. Das ist, oh, ja. Ich mag diese Puffnummer nicht. Nee. Ja. Echt? KJ hatte das. Ich lasse das übrig für Frau Eierwurm. Der hat hier auch noch ein bisschen was. Kann das sein, dass Dutty Smarties sind? Habt ihr das? Nee, hab ich nicht. Was ist das? Okay, dann nehmen wir Babuschka. Dann nehmen wir die Geisha. Geisha. Babuschka.
Babushka ist rot. Also nein, diese kleinen, wenn man das aufreißt, dann weißen, zerstört man ihr Gesicht. Die kleinen weißen Kugeln kommen aber in den Mund, oder? Nein, wohin denn? Okay. Oh mein Gott. Oh, die sind hart. Alter, die, pass auf. Muss man die lutschen? Hm, nee. Auch die, das kenne ich irgendwoher. Hm. Hab ich verschluckt. Was ist das? Da ist Schokolade drin. Ist das so eine Zuckerhülle mit Schokolade drin? Ja. Das ist das Beste bisher, finde ich. Was? Peter hat echt. Gefällt mir am besten. Peter mag aber auch After Eight. Das hat Konsistenz. Also Flaschen tut mich das jetzt nicht, ja. Aber eklig ist das auch nicht. Ist halt auch wieder Billo-Schokolade. Ist okay. Ich finde das gut. Ja. Na, ist okay. Alter. Okay, ich habe noch drei Sachen. Das heißt, ich nehme jetzt wieder so eine von diesen dreckigen Stangen. Ja, nice. Ja. Ich habe da eins, das sieht so aus, als wäre das Kroketten. Dann ist das rote. Ich habe das Gefühl, dass die da einem irgendwie Kroketten serviert oder so. Nee, dann ist das Apfelzimtding, was Sepp schon vorhin gegessen hat. Ah. Und dann habe ich noch einmal diesen komischen. Was hält denn der da in die Luft? Eine Kartoffel? Ja. Das bei Gelb. Das Gelbe, ne? Ja. Ja, komm, ich will das Apfelzimtding. Okay, mach was Süßes. Also rot. Okay. Also rot für die Leute, die rot haben. Okay. Also dann nehme ich Orange, das ist nah. Wait, guck dir das mal an. Das ist jetzt auch. Das ist jetzt gezuckert. Ja. Bei mir ist ein Scooter drauf. Oh, da sind. Oh, das ist ja geil. Ja. Okay, das ist okay. Apfel sind wir okay. Das passt besser, finde ich. Ja, das sehe ich. Also, es ist auch halt nicht so penetrant, ne? Diese Orange ist geil. Das schmeckt wie Onion Rings. Mmm. Das ist nice. Dann haben wir gleich noch die Onions. Nee, das Apfel-Zimt-Ding finde ich geil. Das ist okay, ja. Aber ist doch auch puffig. Das ist das Beste bisher. Ja, ich weiß, aber der Geschmack passt. Die sind geil. Überall zwischen den Zähnen jetzt dieses komische Zeug, ne? Mhm. Ihr das auch in euren Backenzähnen überall kleben? Überall. Ja, überall. Alter. Okay, Christian. Ja, jetzt mir die Zähne putzen vorm Stream. Ja, bevor wir gleich zum großen Finale mit der roten Tüte kommen, nehmen wir einfach die letzte Stange. Okay, ist klar. Okay, gelb. Die Kartoffel gelb in unserem Eis. Ja, bei mir ist es auch gelb. Wir haben noch weiß. Oh, du könntest geil weiß sein. Irgendwas mit Kräutern. Oh, das ist jetzt die Cheese and Onion. Das ist hier Sour Cream Onion. Boah, ja. Das könnte sein wie die Bällchen. Boah. Nicht meins. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das Käse? Weiß ich nicht. Da sind kleine Sonnenblumen drauf. Also unseres ist sehr fischig irgendwie. Naja. Das ist Seetang. Jo. Meinst du es super salzig und dann? Ja. Okay, Bram, das ist Käse. Boah. Ja. Nee. Also diese Maispuffdinger, die können wir gerne behalten da. Wie kann man nur aber immer, nicht gut. Das ist, boah, da krieg ich ein bisschen Kopfschmerzen von. Wie kann man immer nur Süßigkeiten oder Snacks machen, die riechen, als wenn du da Fisch verkommen lässt. Irgendwo in der Sonne. Über mehrere Tage. Das wirklich nicht. Also ich mag ja wirklich Fisch, aber nicht diesen vergammelten Fischgeruch. Den hast du als Geschmack. Da ist nix geil dran. Wie brauchen wir das noch, was wir nicht haben? Ich besitze noch diese beiden Sachen, die ihr nicht habt. Und das hier. Das ist das, was wir nicht haben. Das ist der letzte, was ich habe. Das ist auch der letzte, was ich habe. Okay, dann gönnt ihr auch beide euch doch das. Ja. Dann ab dafür. Schau mal mit diesen Dingern hier an. Wer ist das Orangending, was wir als Apfel und ihr als Traube hattet? So ein kleines Kauding? Ja, Puderzucker. Okay, und? Nee. Aha. Puderzucker? Ja. Da ist Zucker drin. Ist wie so Dex. Okay. Kennt ihr Dex zu ändern? Den noch? Habt ihr das mal gegessen? Ja. Nix auf die Zunge, sofort weg. Ach so. Was? Okay. Cool. Man hat echt diese Drogensachen, ey. Und ein geiles Stück Schokolade. Okay. Oh, okay, das sieht wenigstens nach Vollmilch aus. Aber die sieht, ich wollte gerade sagen, die sieht nach Vollmilch aus, aber. Na, Adventskalender, Bram? Ja. Das zweite Stück wird weggesnackt, das ist ja dann. Nicht ja, mal. Ja, das ist halt so Adventskalender-Schokolade. Du musst jetzt nicht wegschmeißen, aber ist jetzt nicht, wo ich mir denke, geil. Alter. Wisst ihr, ich möchte ja mal sagen, die Japaner sind ja wohl absolut brutal. Da frittiert Vater Zwiebel sein Kind. Geil. Oder? Ist das eine Zwiebel oder ein Kürbis? Das ist ein Zwiebel. Das ist ja, aber wieso frittiert das? Der hat doch eine Schaufel. Naja, also, der nimmt eine Schaufel und wird quasi das Kind in den Ofen stecken. Mit der Schaufel. Der hat ihn gerade ausgebuddelt. Ja. Nee. Wieso hab ich das nicht? Ich glaube, der isst das. Das ist jetzt unser großes Finale. Wie? Sebastian, was hast du denn noch alles? Was hast du denn noch, Sepp? Ja, ich hab noch die
Die Panda-Bären-Drops. Die mehr hast du nicht. Du hast eine ganze große Tüte nicht. Ich hab eine große Tüte nicht. Tja, schade. Sepp wurde gescampt. Und ich hab den kleinen süßen Panda hier. Ja, dann bist du halt den Panda während wir uns diese Dinger gehen. Gescampt. Schade, Sepp. Durchgelaufen. Okay. Dafür hab ich hier die Happy Drops. Egal wie das schmeckt, ich werde das jetzt selbst so voressen, da das richtig geil ist. Ich hoffe, das schmeckt richtig scheiße. Das sind die ersten, nur mit einer anderen Würze. Hä, wie krieg ich das denn auf? Oh, schmeckt das lecker. Nach dem ich mein Ding hier aufkrieg. Das schmeckt doch so kein bisschen nach Zwiebeln. Ne. Das schmeckt nach gar nichts. Nee, aber das schmeckt nach gar nichts, genau. Das schmeckt nach gar nichts. Da ist auch doch, da ist ein bisschen Salz drauf. Ja. Hä? Schmeckt ein bisschen nach Salz. Krieg den Panda nicht auf. Dann war's das. Mir ist immer so schlecht nach diesen fucking Verküssen. Aber das ist halt auch wieder dieses Puffzeug. Oh. Ja! Oh mein Gott. Das haben wir schon gehabt. Ja. Hast du auch noch Bonbons drin? Ich glaube, das sollte bei dir drin sein. Das sind ganz viele blaue Kügelchen. Ja, gerade, wenn du einen kleinen Ständer hast, weißt du Bescheid. So alt bin ich noch nicht. Und da ist ein Zettel, da ist ein Zettel so drin. Da ist ein Zettel drin hier mit so einem alten Opa drauf. Ja, und jetzt weißt du, warum du das bekommen hast. Der von uns hat das schon kennt. Okay, ne? Warte. Ich nehme mal so ein Ding. Sepp darf gleich nicht mehr aufstehen vor der Kamera. Ja. Oh. Ja. Oh, warte mal, wo drei. Wie schmeckt das? Also, das kenne ich. Vom Karneval. Japanische Süßigkeiten, so sie gar nicht dieses Land das machen, waren alles echte Enttäuschung. Das schmeckt wie Pets. Okay. Da habe ich aber auch das Gefühl, dass das so ähnlich ist wie diese koreanischen. Ja, genau. Also ich fand die japanischen jetzt weder besser noch schlechter als die koreanischen und beide eigentlich gleich schlecht. Ich habe das Gefühl, die haben einfach nicht genug Geschmack in ihrem. Ja. Also weiß nicht, die würzen irgendwie komisch oder die überwürzen komplett, wie diese eine Stange. Das Einzige, was ich nur nicht verstehe, ist, da ist doch relativ, Reis ist doch eigentlich recht bekannt. Also kann man da nicht auch so Sachen aus Reis machen, so aus Puffreis? Puffreis? So. Garnelen. Das fehlt mir hier so ein bisschen bei der Auswahl. Also ich hätte jetzt gedacht, da gibt es auch irgendwas aus Chinesisch. Reis. Vielleicht ist das zu groß? Gibt es nicht in kleinen Verpackungen oder so? Weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall geht besser. Ich gebe mal so 3 von 10 Punkten für japanische Süßigkeiten. Vielleicht kennt ihr ja da draußen noch andere Länder, wo sich das eher lohnt. Ja. Beziehungsweise auch so eine Box irgendwie von Amazon oder einer anderen Webseite, die wir mal bestellen sollten. Ich hätte gerne die Süßigkeiten der Antarktis. Eis am Stiel. Ja, Pinguin. Ja gut, das war unser heutiges Taste-Testing. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.